Wir stehen hier vor der hässlichsten Stadt Skyrims, dem Chemnitz Tamriels Windhelm. Richtig? Jetzt werden sich eine Menge Leute über beide Aussagen aufregen. Aber es wohnt doch niemand im Chemnitz. Also, wir stehen auf jeden Fall in Windhelm in Skyrim. Das hier ist Ceylan, seines Zeichens Dunkelelf der 27. Stufe und im vollen Ornat an den Chefs der Diebesgilde. Und wir sind hier, weil wir von hier aus nachher nach Solstheim aufbrechen können, wo uns das neueste Add-on zu Skyrim erwartet. Nämlich? Dragonborn oder Drachenblut. Und du hast auf dem Weg dahin schon jemanden getroffen, der von diesem Add-on gesteuert wurde, sozusagen, der dich umbringen wollte. Ja, man kann relativ schnell im Spiel, also im Original ist das schon relativ weit, also noch nicht lange, nachdem man gestartet hat mit der Hauptstory, so rum, dass einem die ersten Leute begegnen können, die entweder davon erzählen, oder in diesem Fall waren es Angehörige eines Kults eines anderen Drachenbluts, die mich umbringen wollten, weil ich das falsche Drachenblut bin. Die habe ich natürlich wiederum umgebracht und ich habe von ihnen einen Zettel bekommen, den habe ich aber noch nicht gelesen, das machen wir jetzt mal gemeinsam. Und das da hinten ist das Schiff, mit dem du gleich loslegen wirst? Ja. Das auch schon schön gefegt wird, damit du es auch sauber hast auf der Überfahrt. Du hast viele Zettel. Ja, mal schauen, ob ich es finde. Kultistenbefehle war es. Lies doch mal vor. Geht in Rabenfels an Bord der Nordmaid, bringt sie nach Windhelm und beginnt mit eurer Suche. Tötet das falsche Drachenblut, bekannt als Ceylan, bevor er Solstheim erreicht. Oh, ich bin namentlich erwähnt. Kehrt mit der Nachricht eures Erfolgs zurück, dann wird Mirak sich erkenntlich zeigen. So. Es gibt aber keine zweite Seite. Mein Drachenblut heißt Gefangener, weil ich den Namen nie geändert habe. Habe ich verpennt. Ja, war sehr kreativ. So, jetzt sehen wir auch hier die Markierung. Das ist der Kapitän, der uns nach Solstheim bringen kann. Gjallun Salzweiser. Wenn ihr eine Überfahrt nach Solstheim sucht, dann habt ihr Pech. Ich kehre nicht mehr dorthin zurück. Na klar, das bin ich. Warum? Wer hat euch geschickt? Moment mal. Das war nicht meine Schuld. Ich wusste nicht, dass sie jemanden angreifen wollten. Ich weiß nicht einmal, wie ich hierher gekommen bin. Ein Entführungsopfer. Es ist schwer zu erklären. Ich erinnere mich, wie diese Leute mit den Masken an Bord kamen. Und dann plötzlich war ich hier und sie waren weg. So einfach ganze Tage zu verlieren ist unheimlich. Da passieren schon eine Weile merkwürdige Dinge. Aber hiernach habe ich genug. Ich kehre nie wieder nach Solstheim zurück. Ich wollte gerade sagen, jetzt müssen wir ihn überreden, dass er uns doch nochmal zu der Insel bringt, aber wir haben nur diese eine wunderbare Option, unfreundlich zu werden. Habt ihr mir nicht zugehört? Ich kehre nicht mehr dorthin zurück. Also, sollen wir probieren, ihn zu bezahlen? Ich weiß gar nicht, ob ich das Geld habe aktuell. Also, mir wurde gesagt von Bethesda, dass es nur gegen eine geringe Gebühr einen übersetzt. Also 500 Goldstücke halte ich für ziemlich teuer. Ich probiere es erstmal mit überreden, wir sind ja nett. In Ordnung. Da habt ihr recht. Ich sollte euch wenigstens zurückbringen, damit ihr herausfinden könnt, wer sie geschickt hat. 500 Goldstücke gespart. Ihr auch aufhalten, was immer dort vor sich geht. Das ist eine Menge Kohle. Ich habe noch eine kleine Rechnung mit ihnen offen. Dafür könnte ich wieder ein paar Möbel für mein Haus kaufen. Du hast ja mit Ceylan auch schon Dawnguard gespielt, aber wir haben diesen Speicherstand jetzt von vor den Ereignissen aus Dawnguard geladen. Das heißt, du bist kein Vampir. Nein. Ceylan hat das traurige Schicksal, dass ich mit ihm immer Sachen für Lösungen oder für Let's Plays spiele, die ich aber so dann später nicht in seiner Charaktergeschichte haben will. Deswegen fängt er immer wieder mit Level 27 an. Der kommt nie voran in seinem Leben. Er ist so ein Murmeltier-Mensch. Elf. Sowas in der Art. Ist entsetzlich. Ja, stell dir mal vor, dein Leben wäre so, dass du immer wieder an derselben Stelle beginnst. Was wäre denn das Äquivalent von Stufe 27 in meinem Leben? Ja, Mitte 30 vielleicht. Dass ich die Uni schmeiße. Und da segeln wir auf sie zu, ohne dass ich im Moment was tun kann. Nun, da wären wir. Das ist Rabenfels. Kann nicht behaupten, es gerne wiederzusehen. Viel Glück. Vielleicht könnt ihr ja herausfinden, was hier los ist.
Im Grunde kommt Ceylan hier ja nach Hause. Ceylan ist ein Dunkelelf und Solstheim gehört zu Morrowind, also der Heimat der Dunkelelfen oder Dunmeer. Das Spiel Morrowind spielte auf einer anderen Insel, auf Vavarnfell, aber wir haben auch hier natürlich jetzt Auswirkungen von den Vulkanen in Morrowind, stand vorhin irgendwann schon im Ladebildschirm, dass auch hier vulkanische Asche herabregnet. Ich kenne euch nicht. Daher muss dies euer erster Besuch in Ravenfell sein, Fremdling. Erklärt eure Absichten. Und wir werden direkt von einem Dunkelelfen befragt. Die merken nicht, dass du Dunkelelf bist. Trägst ja auch einen markanten Helm. Soll ich ehrlich sein? Oder nicht? Wie du willst. Mach irgendwas. Dazu habt ihr euch den schlechtesten Ort in ganz Morrowind ausgesucht. Aber wie ihr wollt. Ich bin Chef der Diebesgilde, ich finde überall Arbeit. Das eigenständiges Gebiet von Haus Redoran ist. Das hier ist Morrowind, nicht Himmelsrand. Für die Dauer eures Aufenthalts solltet ihr euch an unsere Gesetze halten. Irgendwelche Fragen? Nö. Denkt daran, wir behalten euch im Auge. Ja, ich habe mich schon gefragt, was da leuchtet was. Und das Spiel hat sich nicht gemerkt, dass du ein Dunkelelf bist. Hat er mich als eine andere Spezies angesprochen? Nö, aber er hätte dich ja nicht als Fremdling erkennen müssen, automatisch. Ja, doch, er weiß, dass ich noch nie da war. Und das Design kommt mir doch schwer bekannt vor. Oh ja, aus Morrowind. Das gefällt mir. Morrowind war dein Lieblings-Elder Scrolls-Spiel, oder? Ja, weil es einfach mal so ein ganz anderes Fantasy-Setting hatte. Morrowind hatte eigentlich praktisch ja keine normalen Städte so ungefähr, sondern die waren alle irgendwie seltsam. Aus riesigen Pilzen, im Gehäuse eines Riesenkrebs. Bevor wir vergessen zu erwähnen, das alles hat Bethesda übrigens in nicht ganz 800 Megabyte gepackt, ne? Ja, was ziemlich beeindruckend ist, der letzte DLC, den wir heruntergeladen haben, war Omega für Mass Effect 3. Entschuldigung. Und der hat 2 GB umfasst für 3 Stunden Spielspaß. Und das dahin ist der Vulkan, der in Morrowind im vierten Elder Scrolls ausgebrochen ist, richtig? Im dritten Elder Scrolls? Ja, vermutlich. Er raucht. Obwohl das ja 200 Jahre her ist jetzt. Ja, so ein Vulkan kann auch schon mal länger aktiv bleiben. Ja, aber geht doch mal irgendwo hin. Ich war hier noch nie, ich weiß nicht, wo ich lang muss. Na, du hast eine Markierung, oder? Ja. Da ja Morrowind jetzt auch schon eine Weile her ist, bin ich gespannt, ob die Dunkelelfen sich religiös ein bisschen verändert haben. Wie waren sie denn vorher drauf? Ja, sie hatten halt ihr eigenes Pantheon und so. Und die Götter, die ansonsten in Tamriel verehrt werden, waren ihnen nicht so wichtig. Aber das sollte sich eigentlich ein bisschen geändert haben. Bin ich zuversichtlich, dass sie uns nie wieder im Stich lassen werden. Und, was verehren sie hier? Ich glaube, sie verehren immer noch ihre Ahnen. Ist doch auch hübsch. Jetzt hier nicht klauen. Oh. Es gefällt mir auf jeden Fall alles schon mal. Es ist anders. Ihr wart einer der Aschländer, Ältester? Generals von Stamm zu Stamm. Meint ihr nicht die Abbilder? So. Aber du hast recht, ich sollte meiner Markierung folgen. Aber sie haben sich gerade ein bisschen darüber unterhalten, was in Morrowind passiert ist, soweit ich das mitgekriegt habe. So. Du hast nämlich auch eine neue Karte bekommen, oder? Mhm. Oh, die ist nicht gerade klein erstmal. In die Richtung liegt Himmelsrand, ist auch schön zu wissen. Kannst du schnell reisen nach Himmelsrand? Moment. Ich wollte mir nur mal die Umrisse anschauen. Ja, kann ich. Praktisch. Machen wir jetzt aber nicht. Nein, wir bleiben hier. Okay, das ist offensichtlich nur die Markierung für eine Stadt. Du hattest aber in der Stadt eben eine Markierung. Ja, das ist dieselbe, die auf der Karte war. Also vielleicht sagt es mir nur, wo der Mittelpunkt der Stadt ist. Scheint so, ja. Dann werde ich mal anfangen, Leute auszufragen.
jedenfalls. Der älteste Othrelot formt mich zu seinem Nachfolger. Balmira. Das kommt mir sehr vertraut vor. Nicht jemand von hier, sondern... Ich komme nicht darauf. Ich weiß es einfach nicht. Ich weiß, ich habe den Namen schon einmal gehört, aber es kommt mir nicht real vor. Ergibt es einen Sinn? Höchst mysteriös. Ungläubige. Ist ja gut, ich gehe ja schon. Ich dachte, in Skyrim wären sie fremdenfeindlich. Ja, das bekommt man als Elf in Skyrim durchaus zu spüren. Und die erste Schmiede. Ihr habt nicht zufällig Crescius Cerellius gesehen? Dieser törichte alte Narr hat schon wieder meine Spitzhacke. Nein, nein, nein. Es ist nicht nur einfach irgendeine Spitzhacke. Ich spreche von einer alten Nordspitzhacke. Nun, die Dinger wachsen nicht gerade auf Bäumen. Ich habe das Gefühl, ich bekomme eine Nebenquest. Um solche Dinge kümmere ich mich lieber selbst. Hört zu. Wenn ihr Crescius seht, dann sagt ihm, er soll mir die Spitzhacke zurück. Ja, ich dachte, er kümmert sich. Ich hasse übrigens den Satz, es soll euer Schaden nicht sein. Ich finde den eine Fantasy-Floskel. Ich fürchte, ihr könntet krank sein. Ich? Krank? Oh Gott. Sucht ihr Tränke? Ich glaube nicht, aber der Name kommt mir bekannt vor. Ich höre diesen Namen und sehe ein Tempel hier auf Solstheim. Was könnte das bedeuten? Also Mirag ist kein Mensch, sondern Gott, oder was? Denk daran, ich habe Mirag ist, soweit man das vorher aus den ganzen Trailern und Gerüchten und so herausfiltern konnte, ein anderes Drachenblut, um den sich ein eigenes... Okay. Ja. Ja, um den sich ein eigener Kult aufgebaut hat. So. Jetzt nehme ich an, habe ich eine... Ach du meine Güte. Ja, dann werde ich jetzt wohl eine Weile unterwegs sein. Ah. Für mich alten Sammler gibt es natürlich auch neue Zutaten. Ah. Ich glaube nicht, dass das der richtige Weg ist. Dass ich in die Mine will. Nein, das war ein instinktives Knopfdrücken. Ich glaube, niemand will zuschauen, wie ich hier jetzt in der Mine lauter Metallstücke abbaue und so. Ach. Du willst mir nicht zuschauen, wie ich in die Mine gehe und Metall abbaue. Ja. Weißt du, was ich noch ungerne mir angucke, als wie du in der Mine... Die ganze Zeit einen Ladebildschirm? Vor allem diesen spannenden Ladebildschirm ohne ein Objekt, das man... Ja, ich frage mich auch gerade, wo irgendwie die Sachen hin sind, die man sich anschauen kann. Ist nicht immer da. Manchmal fehlt es auch. Offensichtlich fehlt es vor allen Dingen dann, wenn es lange dauert. Ob das dann... Jetzt gehe ich nicht gleich wieder raus, jetzt sind wir hier reingelatscht. Jetzt werfen wir einen kurzen Blick rein. Da ist eine Kiste mit einem Schiff drauf. Die ich nicht öffnen kann. Hier ist ein Schiff. Ah, ich verstehe. Ach, da geht's weiter. Ich dachte gerade, das wäre alles. Lasst mich. Ist das nicht der Typ, der die Spitzhacke geklaut hat? Letzten Besuch in der Mine hättet ihr euch fast das Genick gebrochen. Ich will meine letzten Tage nicht als Witwe verbringen. Und wer zum Henker seid ihr? Seht ihr nicht, dass ich zu tun habe? Gib mir die alte Nordstreit. Was geht euch das an? Ich kenne euch doch nicht einmal. Nachforschungen, wie? Die meisten schenken diesem Ort keinerlei Beachtung. Aber ich sage euch, es gibt in diesen Minen ein Geheimnis, das Rabenfels zu neuem Ansehen verhelfen würde. Oh Gott, Geheimnis, ich kann mich von jedem Quest gar nicht retten. Die Ostkaiserliche Handelsgesellschaft vor 2 Jahrhunderten unter den Teppich gekehrt hat. Es hat meinen Großvater getötet und Rabenfels mit einer wertlosen Unglücksmine zurückgelassen. Vor 2 Jahrhunderten. Gratian Cerellius. Mhm. Er hat sein ganzes Leben lang die alten Ruinen von Tamriel erforscht. Mit Sicherheit was mit der Story von Morrowind. Mir sagt der Name jetzt spontan nichts, aber ich bin in Morrowind immer relativ planlos durch die Gegend gelaufen, weil es so irrsinnig viel Freiheit geboten hat. Die Ostkaiserliche Handelsgesellschaft sprach von einem furchtbaren Unglück. Er soll bei einem Steinschlag ums Leben gekommen sein, aber ich kenne die Wahrheit. Beim Hausputz sind meine Frau und ich auf eine verschlossene alte Truhe mit einigen Besitztümern meines Urgroßvaters gestoßen. Ich habe einen nicht abgeschickten Brief gefunden, adressiert an die Ostkaiserliche Handelsgesellschaft.
und einen Schlüssel. Es geht um eine Entdeckung. Das ist ein Teil Dialog. Der Bergleute in der Mine gemacht ja. haben. Entschuldigt, Kreskios Gerede. Das Grazian, sie sich nicht hier irgendwo zu die Anästhesisten entschuldigen sich schon für ihre Kollegen. Dass sie die ganze Zeit labern. Ja, natürlich. Hier geht's ganz schön steil runter. Okay, diese Minen sind groß und hier gibt es eine vermutlich recht aufwendige Nebenquest. Und die Spitzhacke, du hast sie nicht gesagt. Ist sie das? Ist das die Spitzhacke? Ich glaube nicht. Ja, wahrscheinlich nicht. Aber wenn er schon eine hat, warum braucht er dann die von dem Schmied? Oder steckt mehr dahinter? Aber das können wir auch mal anders noch erkunden. Es hat meinen Großvater ja, getötet. Ja, das hatten wir schon. Und Rabenfels mit einer Bildung. Ja, der. Vielleicht musst du ihm die Spitzhacke stehlen. Willst du nicht mal Taschendiebstahl machen? Vielleicht ich bin ganz schlecht im Taschendiebstahl. Hä, du bist doch Chef der Diebesgilde. Ja, ich bin sehr gut im Einbrechen, aber. Dann vielleicht erst speichern? Oder schau in seine Taschen, wenn er sie nicht hat, dann musst du sie ja nicht klauen. Mhm. Wie auch immer er eine ganze Spitzhacke in seinen Taschen unterbringen will. Die meisten können das bei Elder Scrolls. Alte Nordspitzhacke. Tja. Dann speichern wir die. Die ist übrigens 500 Goldstücke wert, die alte Spitzhacke. So, jetzt wird's spät. Ihr könnt euch vor mir nicht verstecken. Oh oh. Lalala. Lass die Finger davon. So, wir haben einen kleinen Cut gemacht. Die Margit versucht, die Spitzhacke zu stehlen. Das ist nach hinten losgegangen. Ich sagte doch, ich bin nicht gut im Taschendiebstahl. Außerdem hast du mal versucht, jemandem, ohne dass er es merkt, eine ganze Spitzhacke aus der Tasche zu ziehen? Könnte ich nicht behaupten. Lass uns das mit der Spitzhacke doch erstmal sein. Vielleicht gibt er die Spitzhacke ja, wenn du den ganzen Dungeon für ihn säuberst. Aber das ist jetzt nicht wirklich relevant. Lass uns doch lieber den Tempel von, wie heißt er nochmal? Darth Malak. Mirag. Mirag. Schick. Erinnert mich ein bisschen an Jarvik aus Mass Effect. Ja, der hat die Rückenplatte von einem Käfer auf dem Kopf. Mhm. Von einer großen Wanze, würde ich sagen. Ein bisschen eklig, aber es cool. Es ist ziemlich eklig, ja. Also ja, es wird ja auch wieder neue das heißt, Rüstungen ja, und Waffen geben. Das ist offensichtlich eine die, ja. Ich erinnere mich, jedes Mal, wenn ich ein DLC zu einem Elder Scrolls-Spiel spiele, muss ich wieder an Shivering Isles denken und an die schicken Bergensteinrüstungen, die man da bekommen hat. Das sah dann aus, als hätte man irgendwie riesige Schmetterlinge gehäutet und sich damit angezogen. Klingt toll. Klingt weniger eklig als eine Wanze auf dem Kopf. Jetzt gehen wir querfeldein. Schleichen wir querfeldein. Ja, ich muss irgendwie aus der Stadt rauskommen. Und das, was ich für den Ausgang hielt, war nur die Mine. Deswegen nehme ich an, es geht hier irgendwie lang. Pferde gibt's nicht. Erstmal einen Stall finden. Mein Pferd ist offensichtlich nicht mitgekommen auf dem Schiff. So eine Überraschung. Gehe in seinen Schrein. Den sie vergessen haben. Ihr seid ganz schön durch. Hier schuften wir. Ich wette, wir gehen in die komplett falsche Richtung. Aber egal. Ein Schlickschreiter. Vielleicht kannst du auf dem reiten. Er scheint nicht gezähmt zu sein. Sind die gefährlich, wenn sie nicht gezähmt sind? Das weiß ich nicht. Finden wir es raus. Das sind zwei. Und ein kleiner. Oh, eine ganze Schlickschreiterfamilie. Und sie scheinen dir nichts zu tun. Und sie machen lustige Geräusche, hörst du das? Aber sie schweben über dem Wasser. Sind das wirklich Schlickschreiter? Sind vielleicht sind es auch nicht. Aber mir wird auch nicht angezeigt, was sie sind. Und ich will sie nicht umbringen, weil sie putzig sind. Ich glaube, du kannst sie nicht umbringen. Ich glaube, die sind eher Deko? Landschaft als. Aber man kann alles umbringen. Also für mich sieht das Gebirge da einfach zu hoch aus, um es zu überwinden. Ja, doch, ich glaube, hier könnte man ganz gut eine Chance haben, um vorbeizukommen.
Und dann werde ich irgendwann auf den Weg stoßen, den ich eigentlich hätte nehmen sollen. Vielleicht gab es ja auch ein Schild im Ort oder hätte jemand fragen können. Die Maggie versucht zu springen, aber sie hängt in der Grafik fest. Ja, ein beliebtes Problem. Nordic Invisible Against Invisible Walls Walking haben wir es, glaube ich, genannt. Jetzt hast du immer einen schönen Blick auf das Kaff. Ja. Und ich glaube, ich kann sehen, wie man rauskommt. Nämlich direkt gegenüber. Also wer genau hätte in die andere das gedacht? Richtung. Immerhin nicht so schlimm verlaufen beim letzten DLC für Skyrim. Ja, wo ich auf einmal irgendwie mit dem Pferd über die Klippe und überhaupt. Ich meine auch deine Odyssee durch ganz Skyrim auf der Suche nach Kontrolle über deine Vampirkräfte. Ich muss aber betonen, dass ich nicht die Einzige war, der das passiert ist. Manche Kollegen haben mir erzählt, dass sie ähnliche Effekt hatten auf der Suche nach der Möglichkeit, ihre Vampirkräfte auszuschalten. Hier leuchten Dinge. Hier kann man Smaragd abbauen, nehme ich an. Gut, dass du eine Spitzhacke hast. Das war meine eigene. Ja, ja, ich musste sie nicht klauen. So, eine weitere anerkannte Disziplin bei Skyrim. Wahlloses Querfeld einlaufen auf der Suche nach dem richtigen Weg. Also gerade eben hatten wir schon die Sondervariante mit Ausflug ins Wasser und Gebirge. Hier haben wir immerhin einen Pfad. Ob wir in dieser Folge noch ankommen? Ich weiß es nicht. Vielleicht können wir hier einfach nachher die Aufnahmen beschleunigen. Inklusive unserer Kommentare. Da ist eine Höhle links. Nein, geh nicht rein, lass dich nicht ablenken. Ihr habt hier nichts zu suchen. Du hast wenig an. Wir wollen euch nichts Böses, aber zieht eures Weges. Ja, ist okay. Rackel. Wir kommen wieder, ne? Ganz schön trüb die Sicht hier. Es soll ungefähr 10 Stunden Spielzeit an der Hauptquest sein hier, ne? Und nochmal 20, wenn man jede Nebenaufgabe macht. Ich glaube, das schaffen wir nicht alles heute. Und ich glaube, du kriegst gleich Ärger. Was lässt dich das denken? Ach, ich hätte ganz vergessen, wie spannend dein Kampfstil ist. Du musstest aber auch letztes Mal zugeben, dass er recht effektiv ist. Er ist effektiv, aber er ist nicht gerade. Sind sie weg? Ja, weil sie mich nicht mehr sehen. Dann werden sie mir auch nicht mehr als Feinde angezeigt. Soll ich sie leben lassen? Soll ich sie umbringen? Ich würde sagen, wir gehen erstmal zu dem Ziel, das wir uns vorgenommen haben. Also wieder vom Berg runter, nehme ich an. Ich wäre jetzt nicht... Nee, ja. Passt schon. Kritisierst du meine mangelnde Wegfindung? Warum schleichst du eigentlich noch? Gewohnheit. Ich bin aber recht schnell beim Schleichen. Das stimmt. Ich
Aber du musst dich eher links halten, ne? Wenn du jetzt da runter gehst, kommst du nicht über diesen Hang. Wenn du überhaupt noch drüber kommst. Oh, das sieht spannend aus. Das ist aber nicht, was wir suchen. Sicher? Nö, es wird dir extra angezeigt. Oder? Ich speichere auf jeden Fall zur Sicherheit mal. Ob sie dir auch einen Tempel bauen, wenn du tot bist? Ich glaube, Mirag ist gar nicht tot. Ob sie dir auch einen Tempel bauen nach ein paar tausend Jahren? Fände ich cool, um ehrlich zu sein. Tempel des Sailor. Tempel des Gefangenen in deinem Fall. Also wenn du 10.000 Stunden Skyrim gespielt hast, kriegst du einen Tempel. Irgendwann wird es vielleicht einen DLC dafür geben, man weiß es nicht. Das ist der Tempel von Mira. Okay, ganz schön protzig. Was sagt das über Mirag aus? Er hat einen kleinen, du weißt schon. Des Nachts holen wir uns wieder. Wo kommt das her? Aus dem Tempel? Irgendjemand meißelt hier dran herum. Das ist ja was, was? Weit von uns entfernt. Plünderer gesetzt, Ufer. Ich glaube, ich darf ihn umbringen. Wächst er ja uns doch so nah. Bist du dich nicht mehr zu erkennen, Lieber? Unsere Augen ja kein Gegner. Waren einst du hast recht. Ich wurde entdeckt, aber noch nicht angegriffen. Doch nun sehen wir durch ihn. Ich habe das Gefühl, wir sind ein bisschen zombifiziert worden. Unsere Hände also, waren geistig. Einst untätig. Ja, das ist doch hier ein wunderbares Beispiel dafür, wie Leute wieder resozialisiert werden. Ein bisschen Brainwashing und dann leisten sie harte Arbeit, anstatt als Plünderer Gesetzlose durch die Gegend zu ziehen. Vor allem Plünderer Gesetzlose finde ich super. Irgendjemand warnt dich, du sollst weggehen. Aber wer? Ah, die spricht mit jemand anders. Ihr müsst auf mich hören. Isra, ich bin hier, um euch zu helfen. Ihr müsst diesen Ort bevor du mit der Freya redest, würde ich sagen. Ihr dort, was führt euch hierher? Warum seid ihr hier? Bevor ich hier antworte? Bevor du hier antwortest, würde ich sagen, machen wir hier einen kleinen Cut und kommen im zweiten Teil wieder. Okay, bis dann.